Es ist der große Traum der Menschheit. Grenzenlose Energie. Mit der Erfindung der Atomenergie geriet dieser Traum in greifbare Nähe. Doch Atomenergie ist vor allem eins. Faszinierend und gefährlich. Doch woher stammt eigentlich der Begriff Atomenergie? Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie von Atomenergie sprechend. Doch wie funktioniert Kernenergie überhaupt? Man unterscheidet hier zwischen drei verschiedenen Funktionen: der Kernspaltung, der Kernfusion und allen anderen Dingen. Aber die Geschichte der Atomenergie ist auch eine Geschichte von Naturkatastrophen. Doch wiegen diese Risiken den Nutzen der Atomenergie auf? Da sind sich die Experten uneinig. Doch eins steht fest: Nicht selten war die Atomenergie Ursache für furchtbare Missbildungen in der Natur. Die gängigste Funktionsweise ist die Kernspaltung. Also springen wir mal in den Atomkern. Hier sehr vereinfacht dargestellt durch diese beiden Orangen, zusammengehalten durch ein Gummiband. Also das ist wirklich sehr vereinfacht dargestellt. Also das ist wirklich, Atomkerne sind nicht orange. Die sind eher so ein bisschen gelblich, schimmernd und kleiner. So. Zack, Kernspaltung. Energie wird freigesetzt. Und das nicht zu knapp. Es wird sogar so viel Energie freigesetzt, dass enorm viel Energie für die Kühlung erforderlich ist. Dafür ist ein ganzes weiteres Kraftwerk nötig. Und das bekommt seine Energie für die Kühlung wiederum von einem anderen Kraftwerk. Naja, Sie merken selbst, niemand weiß so recht, was zuerst da war. Die Kühlung oder das Kraftwerk. Genau wie in dem berühmten Sprichwort. Was war zuerst da, die Kühlung oder das Kraftwerk? Die beiden Kühltürme sind auch das auffälligste Merkmal beim Blick auf ein Atomkraftwerk. Oder kurz AKW. Dann gibt es noch einen weiteren Turm. In der Mitte ist dann eine Kantine und das Planetarium. Da links ist ein Parkplatz und das da vorne ist eine Eibe. Da links daneben ist die Parkuhr, da kann man sich dann einen Parkstempel holen. Und da hinten ist noch ein Zaun, damit die Leute nicht reinkommen in das AKW. Und da vorne liegt, glaube ich, ein Fußball, ist es, oder was liegt da? Genau. Und dann sieht man auch noch schon die Strommasten, wo die geballte Energie aus dem Kraftwerk herausschießt. Alles direkt in den Supermarkt an der Kölner Straße. Und dort kühlt die Atomenergie dann die Tiefkühlpizza, die Sie alle so gern essen. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Mein Name ist Jonathan Kocelny und Wissen ist Macht. Spaß! Gute Arbeit. Originals.